Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Galgenberg. So, wir starten, halten ein, lenken ab, schöne Innenansicht, relaxen und geben Gas. Sollte eigentlich so passen. Ich brauche mal ein bisschen mehr Ansicht zu fahren, damit ich mich mehr dran gewöhne, damit ich eventuell irgendwann mal das HUD ausblenden kann. Ich muss mal alles gucken, Seiten durchschalten worden. Das. Ja, wir wollen es mit den Seiten durchschalten. Wisst das jemand aus dem Kopf? Ich weiß es nämlich nicht. So. IFQs. Großes Platinum, weil Base Stacking, also ist mir egal, da muss was. Autoloop ist mir auch egal, Ballenzettel muss ich jetzt nicht da. Strange D und Strange A, okay. Noch Ballenpresse. Genau. Ne, haben wir nichts da. Okay. Komm auf die. Auf die hier auf der Seite bleiben. Und so aus in Sicht fahren. Udeli. Ups. So, wir wollen mal gucken, ob wir die Ballen schnell gepresst kriegen. Thank you.
Jo. Immer schon mal die erste Runde rum. Und weiter geht's. Tausende Grad zu ballen, naja. Und was muss zusammenpressen. Runde 2 haben wir fast abgeschlossen. Geht ja schon mal ordentlich los. Vom Tempo her. Hier und da mal F. In Flocken, das ist wirklich weniger. Aber es ist trotzdem was. Jetzt bleibt gefahren. Hier auch. Der hat das mit drin. Ui. Der hat das mit drin. Jetzt wollte ich mal gucken, ich habe meinen Deutschpack runtergeladen jetzt, wo der 6er, 7er und der 8er Deutsch dabei ist, glaube ich.
von Red Cat, der Modder, nicht der Streamer. Dann ist Red Cat 66, das böse Red Cat. Die wollte ich mir mal angucken, kann man gleich mal machen. So, das sind ja mittelgroße Traktoren, müssten das sein. Da haben wir es ja, 6er Serie, 7er Serie. Dann wird das Dingsbums scheint noch. Ja, das müsste ja von scheint sein. Das ist der aus der Serie, der 6er. Oh ja. So, Reifenvariante. Radgewichte. Reifenradgewichte. Positionlichter, Halogen. LED. Innenraumfarbe, das haben wir dunkelgrau und umleuchten. Links und rechts. Ja, zwei. Eins gefällt mir doch am besten. Warnschilder brauchen wir nicht. Lenkrad machen wir ein neues rein. Spiegel TTV. XL. Und XL nehmen ist ein größer. Frontladeranbau, dich mitnehmen. Wickel natürlich. Sacher kommt auch mit dran. Interactive Control. Würde ich das Interactive nehmen? GPS, nein. Ah, da gibt es irgendwie den Hausaufgaben. Mit dem Update gemacht. Ja, der gefällt mir, der Schicki. Was da wo? Ja, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Aber es gibt noch was Neues. Sind sie aber noch meine Kollegen von LSFM am Tüfteln? Prodax hat es jetzt am Wochenende vorgestellt, am letzten Wochenende vorgestellt gehabt. Bei mir ist erst ein paar Tage her, war ich schon wieder eine ganze Woche. Ein Real GPS Mod, aber er ist noch in der Testphase. Ich weiß noch nicht, ob ich das zeigen darf. Muss ich dann die Tüftler fragen, was man davon zeigen darf und was nicht. Die Lehrer performen hier weiter. Auch noch ein bisschen extrem Kohle, das heißt, viel Silage verkaufen. Und teils die Tiere einlagern, teils verkaufen. Immer der Arschmarkt. Genug Kohle zusammen, ich muss die Silage weitergehen, auf Verkaufen im Silo und dann verkaufen immer wieder. Ich mir einen zweiten Schlepper leisten kann, wenn ich das vom Kredit zurückgezahlt habe. Oh, ich zahle ja monatlich immer was zurück. Ich habe wieder verpasst vor 13 Minuten, jetzt Kohle dazugekommen ist. Noch mit zwei Folgen warten, bis wir sehen. Naja. Da kann man sehen, ich mache irgendwann. Aber wir müssen noch ein bisschen pressen hier. Ah ja.
haben wir noch ein bisschen zu tun. Oodily, let's go. Damit. Ich will sagen, ich habe nämlich drei schöne Schlöcher gekriegt zum Testen. Wo ich aber erst mal gucken muss, wie das alles funktioniert. So, Dele. Ach Gott, ja. Auch schon ein paar Runden geschafft sind mit Pressen. Dudele. So, Ballen voll, vollgezähnte. Was wollen wir mehr? Ich verabschiede mich somit also von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.